Hallo Leute, mein Name ist Trotzes T und ich heiße euch herzlich willkommen zur 8. Folge meines Kajak-Wildwasserführers durch Griechenland. Heute schauen wir uns die östlichsten Flüsse an, die ich bis jetzt kenne, den Venetikos und den Aliakmon. Beide Flüsse haben mehrere paddelbare Abschnitte, aber ich kenne nur je einen. Auf dem Venetikos ist es die schwarze Endschlucht und auf dem Aliakmon die Strecke abwärts von der Einmündung des Venetikos. Der Einstieg auf dem Venetikos ist an der Brücke der Straße, welche Kalampaka und Grevena verbindet. Er kann einfach von der Autobahnausfahrt im Süden von Grevena erreicht werden. Da es hier im unteren Abschnitt kaum Gefälle gibt, kam es auch schon vor, dass Paddler die Fließrichtung verwechselten. Um dies hier klarzustellen, von der Einbordstelle paddelt man unter der Brücke durch flussabwärts. Der Abschnitt hält keine wirklichen Schwierigkeiten bereit. Bei niederen Wasserständen kann es sein, dass man mit Holz um die Durchfahrt kämpfen muss oder dass man auf einer Kiesbank aufsitzt, wenn sich der Fluss teilt. Der Höhepunkt dieser Etappe sind sicherlich die schwarzen Felsformationen, welche uns bis zum Ausstieg begleiten. Diesen erreicht man über die Straße, indem man zurück Richtung Grevena fährt und die erste Abzweigung rechts nimmt. An der zweiten Verzweigung ist es ebenfalls die rechte Straße und von da an alles geradeaus. Wenn man über den nächsten Fluss, den Aliakmon, fährt, ist man 50 Meter zu weit gefahren. Kurz vorher kann man rechts abzweigen auf eine versteckte Picknick-Raststation. Auf dem Wasser kommt die sportlichste Stelle zum Schluss. Wenn man den Ausstieg verpasst, merkt man das schnell, wenn man auf dem Aliakmon ist und kann immer noch ans linke Ufer. Der schönste Abschnitt des Aliakmon liegt heute leider unter Wasser in einer Staustufe. Was übrig bleibt, sind die oberen Abschnitte und die Etappe vom Zusammenfluss mit dem Venetikos abwärts bis zum Stausee. Da das Gefälle hier noch geringer ist als auf dem unteren Venetikos, kann es sein, dass das Fortkommen an Gegenwind gehindert wird. Auf der ganzen Strecke gibt es etwa 100 Meter mit mehr Action. Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass dieser Abschnitt mit Meerwasser anders ist. Der Weg zum Ausstieg führt zurück an den Einstieg des Venetikos und dann südwärts Richtung Kalampaka. Aber an der Verzweigung hält man weiter geradeaus nach Osten, bis man 2 Kilometer weiter das Dorf Carpeso erreicht. Dort biegt man links nach Norden ab, bis man die Brücke über den Aliakmon erreicht hat. An der Brücke gibt es ein Wehr und man sollte rechtzeitig vorher linksufrig ausbooten. Mehr Details von beiden Flüssen gibt es in dieser Playlist. Informationen zu Koordinaten und so weiter gibt es unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich sehe euch bald in der nächsten Folge.